Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen zu einem heißen Survival-Trip im Wilden Westen. Leute, es gibt wieder Neuigkeiten von der Spielefront, denn das Open-World-Survival-Spiel Don't Die in the West hat jetzt einen Spieltest auf Steam gestartet. Und wenn ihr mal Lust habt, das zu testen, dann könnt ihr da einfach mal jetzt einen Testzugriff anfordern. Das Spiel wird entwickelt von Funday Games und soll irgendwann 2023 erscheinen. Und das Interessante, was mir persönlich sehr gut gefallen hat an dem Spiel, ist die witzige Grafik. Und das in Verbindung mit dem Überlebensaspekt und das Aufbauen einer kleinen Ranch. Das Game befindet sich noch in der Entwicklung, sodass zum jetzigen Spielzeitpunkt noch einige Features fehlen. Aber im Großen und Ganzen kann man schon viel machen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Startgame. Wir sagen New Game. Nennen das Maxland. Oh, neuer Charakter. Da können wir uns dann den Charakter aussuchen. So wie er aussehen soll. Könnt ihr hier alles anpassen. Also ihr seht schon, die Grafik ist sehr witzig. Aber wartet mal ab, bis wir im Spiel sind. Da geht das noch richtig ab. Ja, Schnäuzer. Können wir noch die Augenbrauen ändern hier? Ach, lassen wir einfach so. Oder wir machen Shuffle. Ja, der sieht gut aus. Den nehmen wir. Next. Soldier Cap. Können wir auch noch aussuchen. ja, der Hut. Ja, der Topf. Der Topf ist ganz gut hier. Also der Entwickler hat schon ein wenig Humor. Ja, Profession ist Lumberjack, Gold Digger, Gunslinger. Crafter, Hunter, ja, das ist immer schwierig. Wir nehmen mal Gunslinger und machen Create. Ach, den Namen müssen wir ja noch eingeben. Nehmen wir Maxi oder Max, wenn es geht. Mal gucken. Ja, wir haben eine neue Ranch, eine alte Ranch bekommen, also eine neue alte Ranch. Und wir sollen da ein wenig Zeit und Geld reinstecken. Gut. Da sind wir. Na, M ist dann unsere Map. Und mit WSAD bewegen wir uns. Ne? Unten haben wir dann die Tasten, die Hotkeys. Da können wir den Hut an- und ausschalten, glaube ich. Genau. Ich muss jetzt schon bei dem Charakter lachen. Ja, wir können hier alles aufsammeln mit E. Und mit Tab ist unser Inventar. C ist unser, ja, Crafting-Menü. Q ist unser Baumenü. Und P ist unser Skillbaum. Erstmal soweit. Hier oben haben wir unser Leben. Und dann sind hier auch noch die Buff-Effekte von unserem Essen. Die Karte und natürlich hier das Radar. Ja, und dann geht's eigentlich schon los, ne? Wir sammeln hier eigentlich alles auf. Wie ihr seht, wir können hier schießen. Out of Ammo. Ah, okay. Das ist natürlich jetzt so ein Problem. Ich hätte mal den Lumberjack wählen sollen. Da hätten wir nämlich schon eine Axt gehabt. Aber nicht so wild. Hier können wir die Sachen sammeln. Ja, wie ihr seht, unsere Ranch ist jetzt nicht gerade gepflegt. Sagen wir es mal so. Mit der Space-Taste übrigens kann man sich schneller vorwärts bewegen. Ah, ich sehe schon, das ist ein Unterschied. Als ich das erste Mal das angespielt hatte, habe ich einen Lumberjack gewählt. Und der hatte halt deutlich größere Ausdauerleiste gehabt. Ich würde sagen, fast doppelt so viel. Nee, wir wollen jetzt nicht sitzen. Wir müssen erstmal hier alles sammeln. Ja, und die Ranch, die müssen wir natürlich wieder in Schuss bringen. Oder wir können natürlich auch neu bauen. Das geht auch. Wird wahrscheinlich eh dazu kommen, dass wir neu bauen müssen. So, wir brauchen erstmal die Sachen ein bisschen ordnen, damit wir hier wissen, was wir alles schon haben. Das ist Kohle. Whisky behalten wir mal hier. Und wir müssen einmal produzieren. Und zwar einen Bogen. Nein, wir machen mal eine Stone Axe. Was braucht die? 7
zwei Sträucher und zwei Steine. Ja, haben wir doch. Und dann machen wir gleich noch eine Pickaxe. So. Gut, und die legen wir mal, obwohl, warte mal, die können wir doch hier auf der 1 lassen. Dann machen wir es so. Gut, was können wir noch bauen? Wooden Torch ist eine für die Nacht. Eine Fackel ist auch noch interessant. Einen Bogen können wir noch machen, aber da fehlt uns Branch. Das ist nicht schlimm. Machen wir mal alles weg hier. Ja, und dann geht man, hier seht ihr, da geht das schon. Kleine Sträucher weghauen. Und ihr, wenn ihr das benutzt, dann kriegt ihr Skillpunkte, wo ihr dann auch das dann reinskillen könnt, ne? Unter P in euren Skillbaum, je nachdem, was ihr verwendet halt, ne? So, hier liegen auch noch ein paar Sachen rum. Oh nein, das wollen wir nicht. Ihr könnt natürlich alles kaputt machen hier, ne? Kartoffeln haben wir auch in den Kisten. Ich weiß gar nicht, ob ich die hätte kaputt machen müssen. Die sind gut zum Essen. Also, das Essen packen wir mal hier hin. Essen müssen wir. Wichtig ist erstmal, dass wir unsere Ranch ein wenig aufbauen. Steine mitnehmen. Eisenerz. Hier oben sind Äpfel. Hier ist ein Grab. Ja, hier seht ihr, storytechnisch geht es hier noch. Aber da wird noch ein wenig dran gefeilt. Das ist das, was ich sagte halt. Viele Features oder die meisten Features sind in dem Spieltest noch nicht vorhanden. Also storytechnisch. Aber im Großteil kann man das Spiel schon soweit spielen, um auszutesten halt eben das Bauen, das Sammeln, das Kochen, das Craften. Und das machen wir ja hier. Wir testen unser Überleben. Unsere Überlebensfähigkeit. So, was haben wir hier eingesammelt? Eine Map. Also ihr seht schon, wie groß die Karte ist. Wahnsinnig groß. Hier liegt noch irgendwas rum. Gut, dann würde ich sagen, wir bauen erstmal ein Lagerfeuer, bevor es Nacht wird. Weil wenn nachts es kalt wird, dann können wir uns nicht mehr so schnell bewegen. Ein Lagerfeuer. Wie bauen wir ein Lagerfeuer? Mit Q, glaube ich. Ja. Mit Pott. Da brauchen wir zwei Holz. Müssen wir einen Baum fällen. Oh, ich hoffe, das Huhn wird nicht getroffen. Ah, nee. Und, können wir schon bauen? Ah, nee. Einmal fehlt noch Holz. Wir können natürlich auch die ganzen Gebäude versetzen, ne? Ich glaube, man muss da halt den Baumenü rein und dann kann man die ganzen Gebäude versetzen. Ist auch witzig gemacht. Oder ihr macht sie gänzlich kaputt und baut sie neu halt. So, dann kriegt ihr auch die Sachen zurück. Die könnt ihr übrigens auch recyceln. Wenn ihr im Baumodus seid, dann seht ihr unten hier ein Recycler, dann müsst ihr das hier einfach rüberziehen. Und dann kriegt ihr die Teile zurück oder das ausgegebene. So. Naja, komm schon, wir brauchen noch ein bisschen Holz. Ah, okay, da haben wir es. Und ich denke mal, das stellen wir hier hin. Und da können wir dann immer kochen. Da gibt es dann schöne Sachen. Vegetable. Da haben wir Bohnen und Karotten, ja. Machen wir einen schönen Eintopf. Da sieht man schon, was man schon alles machen kann.
Gut, dann würde ich sagen, schrauben wir mal eine Sägemühle. Da brauchen wir fünf. Wie viel? Eisenerz? Vier Eisenerz? Okay, und wir brauchen Holz. Erstmal die Hütte hier auf Vordermann bringen. Der müsste aber ordentlich Holz geben. Ja, seht ihr, geht. Ich hoffe mal, das wächst nach. Okay, die großen Bäume hier nicht fällen. Den großen hier fällen. So. Die Sägemühle. Jetzt fehlt uns Eisenerz. Ja, Eisenerz. Wartet mal. Das lag ja hier rum. Es kann in Steine drinne sein. Muss aber nicht. Steht hier auch irgendwo rum. Wenn nicht, müssen wir auf die Suche nach Eisenerz gehen. Hier schaue ich es mal an, wie das hier aussieht. Selbst der Zaun ist... liegt hier rum. Mal sehen, ob man den wegmachen kann. Ja, kann man. Wie ihr seht. Geht. So, wir brauchen Eisenerz. Kann man das auf der Karte eventuell sehen, wo Eisenerz liegt? Nee. Aber es müsste ja hier irgendwo. Deine. Moment mal, wir brauchen übrigens noch Munition, ne? Pebble Projectiles. Das sind ja die hier, die wir brauchen für unseren Slingshot, für unsere Schleuder. So, das packen wir mal hier rein. Damit könnten wir dann, glaube ich, damit können wir dann Hasen jagen. Oh, ein Hasenhammer. Oh, die schießen. Ihr seht, da geht's schon los. Die schießen mit Gift. Okay. Gar nicht gut. Was ist denn hier für einer? Okay, geht noch nicht. Ist auch so eine Story. Brechen wir mal ab. Federn auf jeden Fall mitnehmen. Ist übrigens auch gleich kaputt, meine Schleuder. Okay, die Schlangen sind nicht so gut. Ich will da an das Fleisch. Na gut, dann gehen wir weiter gucken. Wir brauchen immer noch Eisenerz, ne? Hier liegt ein Nagel. Vielleicht sollten wir... Okay, Gemüsesuppe. Ich bin, glaube ich, vergiftet, so wie es aussieht. Hat mir noch Leben abgezogen. So, hier noch Nägel. Keine Ahnung, was das ist. Ach, das ist eine Schatzkarte. Guck mal einen an. Also, Thumbelwill, da gibt es ein Grab. Nach Süden, da gibt es ein Grab. Okay, gut. Das muss man sich später mal angucken. Ah, jetzt wird es nachts. Und jetzt haben wir das Problem, wie ihr seht, wir können da nicht mehr laufen. Oder sprinten oder springen oder wie man das nennt. Dashen. Genau, dashen. Ich habe das Wort gesucht. Ah, da liegt auch was. Was ist das? Das sieht aus wie Eisen, oder? Oder sind das Diamanten? Nein, das ist Eisen. Wunderbar.
Wenn ich jetzt den hier trinke, plus warm, geht das dann? Weil da steht warm. Ja, genau. Man muss halt Schnaps trinken. Wie geil ist das denn? Das wusste ich gar nicht. Damit einem warm wird. Was ist das eigentlich? Whisky. Aber hält nicht lange vor. Heißt, ihr braucht ein Lagerfeuer. Dürft euch davon nicht wegbewegen. Jetzt muss ich doch glatt mal gucken. Wir brauchten ja... Ach genau, die Sägemühle. Ja, haben wir. Wunderbar. Dann mal zurück. Wie weit ist denn das? Als ich das Spiel hier das erste Mal so ein bisschen angespielt hatte, da habe ich mich schon in das Spiel verliebt halt. Ne? Es macht wirklich Spaß aufgrund dieser ganzen Leichtigkeit, so kann man sagen. Also die leichte Steuerung, man versteht das leicht. Und natürlich die witzige Grafik. Und natürlich, es hat den Survival-Aspekt, ne? Mit dem Bauen zusammen. Und das ist natürlich klar, dass das mein Interesse weckt. Ja, das nehmen wir auch noch mit. Ich glaube, wir laufen in die falsche Richtung die ganze Zeit. Da ist doch unsere Ranch. Gehen wir mal zum Lagerfeuer. Ein Schnaps haben wir noch. So, jetzt sind wir am Lagerfeuer. Können wir schon was kochen? Nee. Und essen müssen wir. Ja, Holzkohle können wir machen. Sehr gut. Brauchen wir nur nicht. Hier, diesen Hühnerstall. Den können wir eigentlich wegnehmen. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal an, ne? Wir stellen die Sägemühle hier hin. So. Was können wir craften? Planken. Wooden Shaft. Alles klar. Oh nein, das wollte ich nicht. Wir wollen das Hose ja nicht kaputt machen. Wir wollen ja nur einzelne Teile auswechseln. Und dafür brauchen wir noch ein bisschen... Na gut, wir hauen erstmal das hier weg. Sieht eh ziemlich kaputt aus. Jetzt komme ich natürlich hier nicht raus. So. Und dann können wir... schon mal neue Platte setzen. Drehen, zack. Das haben wir gesetzt. Jetzt brauchen wir einen Zaun. Das ist, glaube ich, das Ding. Genau. So, perfekt. Da haben wir das erstmal wieder verbessert hier. Hier, wie ihr seht, das ist auch nicht so ganz. Wenn ich das jetzt recycle, geht schneller, glaube ich. Ja, deutlich schneller. Muss ich nicht alles selbst machen. Das nehmen wir mal auch weg. Ziehen wir mal auch hier rein. Das Dach hat übrigens auch ein Loch. Ah, ich glaube, das passt jetzt aber nicht. Ah, man muss sich das hier, glaube ich... Ja, alles klar, verstehe. Gut, und jetzt brauchen wir ein Fenster... Das müssen wir hier nochmal wegnehmen. Recyceln wir nochmal und machen da nochmal. So, jetzt haben wir da zwei Fenster. Und hier vorne muss auch noch ein Fenster rein. So. All das müssen wir recyceln. Die Tür und... bauen da noch eine Tür rein.
Wenn es denn geht. Ah, jetzt geht's. So, das sieht ja schon mal gar nicht schlecht aus. Nur das Dach hat ein Loch. Die Frage ist, wie kommen wir da jetzt aufs Dach? Moment mal, hier. Da müssen wir, glaube ich, nochmal am Boden reinziehen. Wenn es denn geht. Naja, habe ich mir gedacht, das recyceln wir auch mal. Und Mobiliar, machen wir noch ein schönes Bett hin. Ah, ich glaube, das muss ich noch üben. Die Frage ist jetzt, wie komme ich an das Dach ran? Einfach, genau, geht doch so. Perfekt. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo ein Dach haben. Ach, hier geht's ja noch weiter, Mensch. Hier, schaut mal. Gut. Rein theoretisch könnte man auch, wenn wir das hätten, ein Steinhaus daraus bauen. Steine haben wir auch. Dann recyceln wir doch mal. Recyceln wir das mal und bauen dort da mal einen Stein ran. So. Müsste ja auch noch gehen. So. Nehmen wir die Wände weg. Ich hoffe mal, das reicht noch. Ah, nee, wir brauchen da noch 6 Steine. Ja gut, sollte sich schnell besorgen lassen. Ah, übrigens, da ist ein Hase. Out of ammo. Verdammt. Aber wenigstens etwas. Hier, eine To-Do-List haben wir gefunden. Von einem Huhn. Also, get more booze. Ist wahrscheinlich Gesöff. So, wir sollen auf jeden Fall den Hühnerstall sollen wir ganz machen. Den habe ich zerlegt. Finde alle Hühner mit einem Lasso. Ja, reparier das alte Haus. Setze den Instand, den Zaun in Stand, damit Rosie nicht abhauen kann. Und entschuldige dich bei Nelly. Und die, also sterben, ist durchgestrichen. Ja, haben wir also einiges zu tun. Das heißt, wir brauchen ein Lasso, so wie es aussieht. Lasso brauchen wir Rope. Und ein Rope können wir machen aus... Ja, da haben wir genug... Braucht man jetzt für jedes Huhn ein Lasso? Mal gucken. Wenn ich es aktiviere. Ach, equippen. Jetzt habe ich die ganzen Hühner gefangen. Wie geil ist das denn? Das Huhn ist angebunden. Wie witzig ist das denn? Okay, also, so wie es aussieht. Das Lasso bleibt bestehen. Es nimmt nur an Haltbarkeit ab. Das heißt, wir schieben das mal nach hinten. Dieses Rope, das brauchen wir hier noch. So, gut. Dann machen wir das so, glaube ich. Das sind ja fertiggestellte Sachen. Und das andere sind ja Rohstoffe. Hier ist noch die To-Do-Liste. Die packen wir dahin und wir packen das Lasso dahin. So, das heißt, wir brauchen
Stein, um das Haus zu reparieren. Da liegt übrigens ein Stein da auch noch. Also ihr seht, ihr habt hier genug zu tun, ne? Okay, es gibt sogar Ruf, wenn man Steine zerstört. Alles klar. Hier oben auf Fame vielleicht klicken. Aha, da sieht man's. Craftsman. Ja, je nachdem, was man macht halt. Wenn man fischen geht oder kocht oder baut, ne? Oder kämpft. Hier war übrigens ein Goldnugget bei, das ist sehr schön. Und hier gibt es auch ganz eklige Gegner. Man denkt, die sind da total niedlich. Und diese Schilder hier sollte man nie unterschätzen. Diese Totenkopfschilder. Nehmen wir hier noch ein paar Steine mit. Perfekt. Einen Bogen müssten wir auch mal bauen, ne? Genug haben wir ja. Und Pfeile. Stone Arrow haben wir auch genug. So, ich glaube, dann setze ich mal nicht den Slingshot dahin, sondern den Bogen auf die 1. Und die Pfeile. Okay, probiere das hier mal nochmal. Ein paar Pfeile, mal sehen, ob die stacken. Ja, die stacken. Gut. Und wir packen hier noch die Sachen da rein. So, gut. Hier liegt wieder eine Feder. Na gut, dann können wir jetzt mal hier die Hausseite reparieren, die Steinwand. Jedenfalls von der Seite. Na, von der anderen Seite sieht's ja, ist ja holzmäßig noch. Aber das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Haben wir was zum Kochen? Ich glaube ja, ne? Wir haben ja hier Roasted Meat. Übrigens, den Hatchet sollen wir noch machen, ne? Hier den Hühnerstall, den Chicken Shop. So, es müsste ja jetzt auf meiner To-Do-Liste Fix the Chicken Shop. Ja, ich habe ihn ja neu gebaut. Oder muss man das hier noch... Moment. Durchstreichen irgendwie? Nee, ne? Ah, Moment. Vielleicht muss man hier noch irgendwas machen. Hold to open, take all. Okay, wir brauchen erstmal jetzt einen Huhn. Und das müssen wir, glaube ich, jetzt hier reinpacken. Es haut wieder ab. Wieso haut das ab? Irgendwas habe ich noch vergessen da. Na gut. Dann gehen wir mal einen Hasen jagen. Perfekt. Hier ist übrigens das Grab, ne? Gehen wir mal kurz hier was kochen. Raw Meat. Und Essen. Sehr schön, was ist das? Hair Food. Meine Herrschaften, ist ordentlich, was man hier an Items kriegt, ne?
Die Frage ist jetzt, wie viele Steine haben wir eigentlich noch? Also für eine Wand 19, also für zwei Wände reicht das noch. Recyceln wir das mal. Und bauen hier ein Fenster rein. Zwei Wände, 13,6, also zwei Wände würden noch gehen hier. Dann hätten wir auf jeden Fall das Haus hier repariert. Aber das kann man jetzt auch noch divers ausbauen, ne? Kann das noch viel, viel größer machen. Ich verstehe nur nicht, wie man jetzt hier den Chicken Chop, mal gucken. Vielleicht soll ich den irgendwie davor setzen noch. Vielleicht muss man irgendwie hier so noch... Ach genau, gedrückt halten geht auch. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, was ich hier mache. Ich teste das mal einfach nur an. So, Holz ist alle, glaube ich. Müssen wir Holz hacken gehen? Die Axt geht auch gleich kaputt. Na, das ist jetzt passiert. Da brauchen wir wieder einen Stein. Ach, schaut mal hier, was liegt denn hier rum? Free Food. Freies Essen. Oh, es wird wieder Nacht. Und da liegt auch mein Stein. Trinken wir mal einen Whisky. Was ich mich frage gerade, ist, ob das hier... Okay, vielleicht sollten wir erstmal eine Axt wieder reinsetzen. Wo ist sie eigentlich hin? Ich habe sie doch produziert, oder nicht? Nee, hatte ich ja nicht. Die Steine haben ja gefehlt, genau. Ja, da ist auch irgendwas drin. Was habe ich denn da bekommen? Interessant. Prickly Pear. Also aus den Kakteen oder was das ist, bekommt man da auch was raus. Wunderbar. Da müssen wir noch hier am Zaun ein bisschen rumschrauben. Da fehlt uns... Moment mal. Nee, das ist falsch. Hier, diesen Hühnerzaun brauche ich drei Holz. Habe ich den nicht eingesammelt? Na gut, gehen wir erstmal was kochen. Und schlafen müssen wir übrigens auch noch hier, ne? Aber schlafen tut man hier in diesem Spiel nicht wegen dem Überleben, sondern eher um die Zeit in der Nacht totzuschlagen. Tür zu und schlafen. Okay. Ja, uns fehlt immer noch Holz. Die kleinen Bäume will ich nicht kaputt machen. Die wachsen bestimmt nach. Haben wir auch fertig?
Hier, den nehmen wir auch noch mit. Übrigens liegen da Eier? Ne, Federn, ne? Sah so aus, als ob die Hühner Eier gelegt haben. Ja, doch, habe ich richtig gesehen. Sind Eier gewesen. Aber ich glaube, man muss wirklich um diesen Hedge herum einen Zaun bauen, damit die Hühner nicht abhauen. So, Roasted Meat. Gut. Und wir bauen noch einen Zaun. Hätte man vielleicht nicht so groß bauen müssen. Denke mal, das muss reichen. Oh, seht ihr, da braucht man eine Eisenbarren. Ein Eisenbarren. Übrigens, das Ding ist hier ein bisschen kürzer, ne? So. Das heißt, ich muss erstmal eine Schmiede. Wie kriege ich denn Eisenbarren? In der Schmelze. Da brauchen wir Steine. Ja, ich glaube, wir brauchen erst eine Schmelze. Dafür brauchen wir halt ein paar Steinchen. Halt, falsche Richtung hier lang. Ja, es gibt auch hier ganz viel zu entdecken, ne? Also, ist nicht nur die Bauerei, sondern ihr könnt die ganze Karte entdecken. Da gibt es viele Sachen. Gibt es Dörfer, einige Orte, die interessant sind, Schatzsuche, Gegner. Da ist ein, oh, ein Kojote. Also man muss hier auch aktiv ausweichen, ne? Also ein Bogen, der macht aber richtig viel Schaden, ne? 31 Schaden. Sehr schön. Das ist übrigens Eisenerz. Oh, da kommt wieder so ein Kojote. Ah, witzig, ne? Ist auch interessant. Der Kampf ist wirklich auch sehr aktiv. Dynamisch. Wie viel haben wir denn jetzt? Ein bisschen Fleisch. Ein Kojotenschwanz. Ich sage ja, man muss hier ein bisschen ordnen. Sonst sieht man irgendwann nicht mehr durch. So, Steine haben wir 7 Stück. Und wir brauchten für den Smelter noch 3 Stück, also 10 insgesamt. Da hinten ist ein Stein. Oh, was war das? Schwefel gefunden, aha. Also einen Stein noch, dann können wir den dann bauen? Ja. Dann können wir die Schmelze bauen. Ich glaube, das ist das Grab, was auf der Karte eingezeichnet war. Komm schon, ein Stein.
Hier liegt auch noch was zu essen. Ja, warum nicht, ne? Hier ist auch noch was zu essen, sehe ich gerade. Was sind das denn? Chilis. Guck mal an. Kann man eigentlich hier diese Steine? Nee, kann man nicht. Hier sind Äpfel. So, wir können die Schmelze bauen. Mal schnell zurück. Ja, performance-technisch gibt es immer noch ein paar Frame-Drops. Aber es ist ja noch in der Entwicklung, ne? Das Spiel. So. Das stellen wir hier hin. Die Schmelze. Moment mal, das ist natürlich jetzt hier mitten in den Strauch rein. Könnten wir rein, theoretisch. Einmal, lassen wir, sonst hauen wir da uns noch das Ding weg. Und hier können wir die Eisenbahn craften. Eins, zwei, drei. Also drei habe ich. Eine Waffen. Da fehlt uns noch ein Stück Holz. Komm, das kriegen wir noch hin. Vielleicht kann man da ja richtige Knarren bauen. Eine Waffen Table, ein Waffentisch oder Waffenwerkbank. Die Frage ist, komm, ich stelle mal hier hin. Ich glaube, das ist auch der Zaun, den wir reparieren müssen, damit Rosie nicht abholt. Aber wer ist Rosie? Rosie ist bestimmt irgendein Tier. Vielleicht ein Huhn oder sowas. Na, was wir da vorhin gelesen hatten. Crafting. Oh ja, hier sehen wir eine Shotgun. Brauchen wir drei Eisenbarren und Sulfur. Oder ein Revolver. Ja. Das kann man alles craften hier. Also ihr seht schon, wird also super interessant. Und mein Inventar wird knapp. Ja, Freunde. So viel erstmal zu Don't Die in the West. Ein wirklich ziemlich cooles Spiel, gefällt mir sehr gut. Ja, und wenn es euch interessiert, schaut mal auf Steam vorbei. Da könnt ihr den Spielzugriff momentan anfordern. Da könnt ihr das Spiel mal selbst testen. Also witzig ist es. Eine Speicherfunktion gibt es so nicht. Es gibt nur so eine Autospeicherfunktion. Heißt also, wenn ihr spielt und ausloggt und wieder einloggt, dann habt ihr den aktuellen Spielstand. So. Und in dem Sinne. Wir sehen uns im nächsten Gameplay oder im nächsten Livestream. Bis dann, tschüss.